miteinander Kirchentag feiern können und diesen Geist spüren. Spüren, wie Christus mitten unter uns ist. Und noch bevor Jesus sich zu erkennen gibt, sagt er diesen Satz: Das Heil kommt von den Juden. Dass dieser Satz heute bei der Lesung des Predigttextes hier wieder gelesen worden ist, dass er heute hier auf dem Hesselberg gepredigt wird, ist ein besonders berührendes Beispiel dafür, wie etwas Neues wachsen kann, wenn wir wirklich auf Jesus hören und ihn als den Weg zu Gott annehmen. Denn vor 90 Jahren wurde hier auf dem Hesselberg etwas ganz anderes verkündigt. Von 1933 bis 1939 fanden die Frankentage der Nationalsozialisten auf dem Hesselberg statt. Bis zu 80.000 Menschen besuchten sie. Julius Streicher, einer der übelsten Nazi-Propagandisten, hetzte auch auf dem Hesselberg gegen die Juden. Unendliches Leid ist aus all den vergifteten Worten entstanden, die auch hier oben gesprochen worden sind. Ja, es ist wirklich etwas Neues aufgewachsen. Jüdisches Leben in Deutschland blüht auf. Und all der Reichtum, der damit verbunden ist, wird immer sichtbarer. An das, was den Juden in Deutschland angetan worden ist, müssen wir uns immer erinnern. Aber genauso wichtig ist die Freude am Zusammenleben heute und die Wahrnehmung des Reichtums, das jüdisches Leben in unserer Mitte heute einbringt. Was der Geist Gottes an Neuem wachsen lassen kann, das ist für mich immer wieder von Neuem ein Wunder. Nicht nur das jährliche Ritual begeistert uns, sondern es muss schon irgendwie auch die Seele berühren. Es muss unsere Seele erfassen. Ich bekenne, wie wir alle heute. Ich glaube an Gott. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube auch nur an den einen Gott. Wird ja viel von verschiedenen Göttern geredet. Manche reden auch von Fußball, der Fußballgott, ja. Diese Unterabteilung war gestern für den Franken auch sehr gnädig, worüber ich mich sehr freue, nur an der Stelle. So. Gestern hat man Nachmittag gedacht, es gibt Gott. Aber sind wir ehrlich, wir leben in Zeiten, in denen meine Mama schon am Verzweifeln ist. Wir haben wenig über die Ukraine geredet, aber während wir hier zusammenkommen, sterben Menschen, ganz viele, haben unzählige Familien unendliches Leid, und zwar gar nicht so weit entfernt. Und man könnte manchmal verzweifeln, aber warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott Leid zu? Ist es nicht ein Grund, sich von Glaube an Gott abzuwenden? Oder ist die Situation nicht vielleicht gerade ein Grund, sich hinzuwenden? Wenn man sieht, wie viele Lichtblicke es in der Finsternis gibt, wie unzählig viele Menschen helfen, einander helfen, für andere da sind. Wenn ich sehe, wer in Bayern alles sich engagiert in der Flüchtlingshilfe, wer sein Haus, seine Tür öffnet, um anderen Menschen in Not Hilfe zu geben, ist das nicht vielleicht gerade ein Moment, der an Gott besonders glauben lässt? Die einen helfen mit Waffen, die anderen mit Unterbringung. Hilft auch das Gebet? Nur mancher meint, muss man für das Gebet vielleicht promovieren? Muss man das lernen? Ich glaube, fürs Gebet muss man sich einfach nur trauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mut finden zu mehr Mission. Und zwar nicht nur Mission in der Welt, sondern Mission daheim. Mission bei uns, vielleicht bei uns selbst anzufangen. Selbst darüber nachzudenken, ist es nur das schöne Ritual, das uns begeistert? Oder wann kommt der Punkt, wo wir selber unser Herz öffnen und alle gleich sind und diesen Glauben spüren? Ich finde immer das Beeindruckende am Christentum, da hat jeder seine Interpretation, ist doch die Liebe im Leben. Das Leben nach dem Tod. And there is no one like you. You can rely on the Almighty God. Sing, praise, and shout. Sing, praise, and shout to the Lord. When there is darkness and no hope in sight, you are in trouble of life.
Messenschaft to the Lord. Sing, Messenschaft, sing, Messenschaft, sing, Messenschaft to the Lord.